kriegst du irgendwie Views dafür oder gucken sich das dann auch Leute an? Das gucken sich Leute danach an, weil meistens, wenn ich on bin, schlafen die meistens schon, weil wenn ich Langeweile habe, setze ich mich nachts am PC, bearbeite die Videos. Ja. Hermann Oberhocken, herzlich willkommen. Jo Leute, was geht? Heute ist euer Liebesarbeit. Wir fucken heute gleich geht die Leute ab. Aber vorher mache ich und Linus noch einen geilen Abfuck-Skin. So, was ist Linus? Alles gut, nichts mehr. Auf jeden Fall, was geht? Trag mal Code Oliver an, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, das würde mich sehr freuen. Lasst ein Like da, sonst kommt heute eine Spinne heute Nacht unter eurem Bett und fickt euch. Sag mal lieber, es krabbelt in eurem Mund. Es krabbelt in eurem Mund. Ich hatte gestern Geburtstag und ich habe sehr viel V-Bucks bekommen und ich habe die Hälfte meiner V-Bucks schon Linus geschenkt. Also ich hatte 600, ich habe ihm 400 schon geschenkt und ich freue mich natürlich, dass ich meine Freunde fröhlich mache. Und ich glaube, Linus ist auch fröhlich, dass er seine Lama-Würfe bekommen hat. Ja. Also, meine YouTube-Videos, generell, ich habe über 1000 YouTube-Videos, ich habe die schon alle in Produktion und ich habe erst 5 davon bearbeitet. Ich werde bald jeden Tag ein Video hochladen oder alle 2 Wochen eins. Ich habe richtig viele Videos in der Produktion und ich will halt nicht alle auf einmal hochladen, aber wie lange dauert das denn? Einen Monat alle hochzuladen? Und die Livestreams, da gucken sich die Leute, also wenn ich meistens streame, pennen die Leute schon. Deswegen. Ah, es guckt einer zu, Linus. Wirklich? Also das bin ich nicht. Ja, da guckt jemand anderes zu. Dennis oder so, wette ich. Sag mal einfach hallo, was geht? Hallo, was geht? Also, ich hoffe, dir gefällt der Stream bis jetzt. Bin alter Knacker. Moin. Was geht, Peter? What's up? What's up? Was geht da? What's up? What's up? What's up? Lass mal wieder so reden, wie so ein richtig alter Stinker. Stell mal, Luis guckt jetzt ganz fett zu und er denkt, wir haben eine Macke. Ey, soll ich mal so richtig wieder reden, wie so ein richtiger Stinker in Europa, der gerade schreit? Ja. Also hör mal, jetzt gehst du mal von meinem Grundstück weg und gehst zu deiner Mutter oder ich ruf sie an. Oder ich ruf die Polizei Leute, an, hast du mich verstanden? Irgendeiner hat vorhin bei mir einen Telefonprank gemacht. Das muss einer meiner Tante oder mein Bruder gewesen sein. Mitten in der Pforte drunter, wir waren so am Kämpfen gerade, bekomme ich Anruf. Guten Tag, Sie haben 10 Pepperoni-Pizza bestellt. Ich so, nee und so. Ich habe mich erschrocken. Lidos hat alles mitgehört. Wer ist live? Ihr hörtet alles mitbekommen. Lidos, stimmt das? Ja. Ja, das stimmt. Und wenn ihr es nicht glaubt, dann kommt eine Spinne und krabbelt euch in den Mund. Ja, das stimmt. Welches Abfucker-Outfit wollen wir uns machen? Machen wir einfach SWAT. Militär. Guten Tag, Kollege. Bleiben wir Militär oder? Ja. Egal, jetzt kann ich mir einmal einen Katz weichen. Es ist halt bald, aber nicht mal Franklin. Das ist jemand anderes. Also, den meintest du, das sieht Franklin aus, aber das ist nicht Franklin. Jetzt geholt. Ist Willings Bruder von Franklin. Linus, kauf dir mal hier so einen Fallschirm. Geh mal Fallschirme und dann kaufen. Und dann gehst du auf Reserve-Fallschirm, war das? Nee, warte.
Dann gehst du auf falschem Rucksack und dann klickst du, dann gehst du auf falschem. Ich hab nicht genügend Geld. So ein Fallschirm kostet $400. $575 hab ich nicht, ich hab nur $19. Ja, bist denn du? Ey. Jetzt jagen die das mich durch das ganze Haus. Mit einer Machete. Ich kann das leider nicht ausrüsten. Ich muss schnell zu Franklin. Hä, hey, wo ist denn Franklin? Hä? Hier ist Franklin sein Büro immer. Oh, Franklin war. Oder? Ist das ein Bild? Ja. So, Franklin, aber wo ist Franklin? Franklin, was willst du für ein Musikvideo hochladen? Aha. Aber wo ist Franklin? Weiß ich nicht. Ja, der ist immer hier. Der sitzt immer im Büro und bearbeitet die Videos. Und Shop liegt meistens immer in meinem Bett. Mal gucken, ob Shop da ist. Ey, weh, die schlafen in meinem Bett. Dann kriegen die aber Stress. Dann mache ich mit denen zusammen Sex. Nee, die, hä? Die sind auch nicht da. Das, hier ist ja die Hackerin von Franklin. Ey, weißt du, wo Franklin ist? Digga, die hat ja einen Zugriff auf der ganzen Stadt. Weißt du, wo Franklin ist? Nee. Ah. Dann kann ich mir erstmal hier Snacks voll. Warte mal, ich guck mal, ich lasse mal, ich guck mal weiter. Vielleicht ist er ja in den Etagen irgendwo. So, wenn du alleine, wenn du hier alleine bist, vielleicht ist er dann da. Nee, meine Freunde sind ja auch immer drin. Wir machen ja meistens Teambesprechungen und dann ist er hier. Was ist hier für ein Das ist mein Büro. Wo ist das denn? Ist der wirklich immer da oder ist er auch manchmal der, weg? Der ist immer eigentlich da. Ey, Hurensohn, hast du Franklin gesehen? Ich habe dir immer noch keinen Namen gegeben. Höchstens Hurensohn habe ich den gegeben. Was bearbeitest du denn da? Warte mal, wenn er nie da ist, weißt du, wo er denn ist? Wo denn? Ich zeig's dir. Mit Fahrzeug verlassen. Nein, auf Dach ist er nie. Zu Fuß, muss ich Agentur verlassen? Garage auch mal nicht zu spät. Ja, ist gut. In der Garage ist er nie. Ich zeig dir Franklins Haus. Er hat ein ganz neues Upgrade. An seinem Pool sind Kindersachen, also hat er Kinder. Er hat Kinder gefickt mit dieser einen. Er hat Kinder gezeugt? Ja, er hat Kinder gebumst. Also, aber er wird nicht mal bei seinem Haus? Doch, da ist er. Er wird nie gesehen, aber wenn ein Lamborghini da steht und das Kennzeichen Franklin ist, dann ist er zu Hause. Man kann doch irgendwie in Franklins Haus rein, oder? Oder, Linus? Ja, ich glaube schon. Bei mir. Du kannst mal reinfahren, wenn du willst. Ich muss kurz machen, dass meine Freunde ihn fahren können. Der habe ich schon. Du kannst ihn ja mal fahren. Pass auf die Stacheln. Der fährt sich gut. Trau mir. Ich bin Mr. Bean. Ich könnte den zu Mr. Beans Faden machen. Mache ich aber nicht. Das ist Michaels Haus. Ach ja, er lebt ja ganz oben. Stimmt ja. Kann man seinen Wagen eigentlich klauen? Nein, die sind abgeschlossen. Du kannst auch mit Raketen dagegen schießen. Die sind unzerstörbar. Ist der blöd zu fahren oder geht er? Geht. Ich schwöre, der fällt so gut wie nie um. Die arme Frau, Dinos. Ja. Ich glaube, die hat sogar nur gedroppt. Der driftet sehr viel. Hallo, ich bin der Almann des Vertrauens.
Da ist sogar einer reingefahren. Oh, oh, ha! Wir haben kurz ein Video gemacht. Oh, schade. Schade, Marmelade. Hast du zu viele Minen gelegt? So, jetzt kommt da gleich eine Polizist um die Ecke und sagt, Hände hoch. Wo ist Franklins Haus? Hier oben schillt er meistens und dann sieht man sein Haus ja auch. Aber hier oben ist sein Haus gar nicht. Ich weiß. Ich weiß, wo es ist. Da fahren wir auch gerade hin. In Offline-Modus ist das Haus hier. In Offline-Modus ist das Haus hier, aber in Online-Modus ist das Haus weiter weg. Das ist sehr komisch. Ja, bei meinem Haus, bei meinem Luxushaus. Warum bin ich nicht so dumm? Ich habe mir doch das Luxushaus gekauft, um mir zu merken, dass Franklin bei meinem Luxushaus wohnt. Weil Franklin wohnt in der Nähe bei meinem Luxushaus. Okay. Ich bin so dumm, Digga. War ja mein Merkmal. Wo ist dein Luxushaus? Warte. Oh, jetzt muss ich einen riesen Umweg fahren. Da unten siehst du das. Hier bei diesem Haus, das ist nicht mein Luxushaus. Bei diesem Haus in der Nähe. Guck hier. Ja, Franklin ist zu Hause. Franklin und Tashi. Kann man die wirklich nicht zerstören? Nein, die sind unzerstörbar. Und guck mal, das ist Schild des neuen Clintons. Oha! Hier, jetzt guck. Wie geil ist das? Das Schild des neuen Clintons. Und wenn du jetzt hier guckst, guck mal, es sind Bibi-Sachen dazu gekommen. Weil dann hat Franklin so Spielzeug gehabt, ne? Und weil dann hat Franklin eine Rutsche gehabt. Und weil dann hat Franklin eine Rutsche gehabt. Kannst du mir das mal sagen? Nina? Wo ist Franklin? Ey, wäre geil, wenn wir Franklin zugucken könnten beim Schlafen, ne? Wo ist der eigentlich? Weiß ich nicht. Lass mal mein Luxushaus rein. Ich hab grad Polizei. Hä? Du kannst hier überall durchgucken. Lass mal gucken, ob Franklin hier irgendwo sitzt. Da ist höchstens eine Leiche auf der Couch. Siehst du die Leiche auf der Couch? Ist es eine Leiche? Das ist, Alter! Der Kopf ist zerbrannt. Das ist eine Statue von dem Kopf. Das sah aus wie eine Leiche. Komm mit, wir springen weg. Wir laufen. Ich will Franklin sehen. Wo ist der? Wenn das Auto so aufsteht, wo ist der denn? Komm mit, Linus, wir laufen zu meinem Haus. Fuck. Das ist hier direkt um die Ecke. Guck mal, da, siehst du das Haus, das kostet, das ist das teuerste Haus in GTA, 800k hier. Hä, es geht teuer, die kosten 1 Million. Ja, aber das ist das, warum such, was willst du bei mir, Putzmann? Oh Mann, ey! Das wirklich, hä, kann ich auch rein? Hm. Nee, geht nicht, ich, also jetzt. Ich verstehe es nicht. In drinnen sehen die komplett anders aus, die Apartments. Ja. Und von außen. Da sehen die Schmutz aus. Das ist so riesig. Und guck mal, es gibt sogar noch einen Keller hier. Und die Aussicht ist nicht mal die Aussicht. Komisch. Das ist schade, dass man nicht auf den Balkon kann. Das ist schade.
Hast du irgendwas hier in der Garage? Ja, mein Tesla. Aber hier gibt es leider keinen Fahrstuhl. Was geht hier nicht? Hey, ich kann hier nicht rein. Ja, weil ich darauf bin. Lass zusammen rauf! Lass zusammen rauf! Komm da, mach mal Tür auf. Komm rein. Warum geht sie eigentlich nicht auf? Ja, wenn einer drauf ist. Probier mal duschen zu gehen. Ja, niemand kann von uns duschen. Ey, jetzt bist du schon wieder eingesperrt. Ich geh aber weg, hallo. Oh, hey. Warte, ich will jetzt mal hier drinnen duschen. Ich glaube, du hörst das sogar. Ey, Olli. Ey, ich geh jetzt duschen. Ich hoffe, du hörst das. Singen! Du musst dafür im Spielchat gehen. Dann kannst du einfach schreien. Geht das wirklich? Ja. Okay, warte, dann geh ich jetzt zum Spielchat. Das will ich ja, wie du singst. Wie weit bist du? Linus, wie weit bist du? Ich kann nicht mehr. Dass es halt wirklich geht, wenn der Sieg ist ja unterweilt. Alter, das glaub ich wohl nicht. Aber wir in einer anderen Lobby gehen zusammen, aber wie machen wir das? Ja. Wenn wir in der Lobby sind. Warte. Was ist denn das für ein Rübser? Von klein zu groß, ne? Linus von klein zu groß, ne? Linus? Ja. Von klein zu groß, ne? Hey, mein Kofferraum ist auf. Der Rübser war klein und dann wurde er immer. Geh mal raus aus dem Wagen. Ich mach jetzt kurz mein Fahrzeug, die alles auf. Geh lieber nicht. Linus? Gib mir scheiß Kofferraum. Natürlich. Warte, wie geht's mit dir? Hallo? Nein, bitte nicht, nein, bitte nicht. Mach zu. Nein. Linus, der Rübser war klein, da wurde er immer größer, ne? Ja. Wo bist du denn?
Nein. Hä? Oh, komm, wo bist denn du hingeflogen? Gucci. Ja, komm. Eins will ich machen mit dir. Wir haben ja immer Spaß, ne? Ja. Warte, dann müssen wir auch das erleben. Ach so, der... Du kannst mit meiner Rampe einfach hier das Fahrzeug wegrammen. Linus, wusstest du, John Cena kämpft jetzt auch mit im Krieg? Wirklich? Ja, für Ukraine. Nein, ich will nicht sterben. Achso, du bist ja drin. Hallo Bank. Kann man die eigentlich wirklich ausrauben? Frag euer, guck mal hier auf mein Handy. Caro, mein Hund. Glaub mir bitte. Bei mir war das mit Pizzabot. Ich habe angeblich 10 VIPs Pizzas gekauft oder so. Kann ich kurz gucken. Unbekannt, ne? Ja, das war Caro denn. Hast du mit denen gesprochen? Das war Linus, da haben wir uns gegenseitig ausgetestet, das war. Dino war hier. Ja. So, kannst du wieder raus? Ich will noch mal die Nummer haben. Ich will mal Google eingeben. Also gucken, Leute. Die haben angeblich den Notruf gewählt. Wegen dir? Nee, die haben gesagt, ich muss kurz den Notruf wählen. Und dann ja. Ist die nächste Nummer? Zeig den an, könnte eine Fake-Nummer sein. Ja, es ist auch eine. So wie sie mich anzeigt. Er zeigt mir gar nichts über der Nummer an. Ja. Kannst du ein bisschen leiser machen? Der Kamera war ja eigentlich hier. Das war bei mir schaffen? Nein. Ich habe ja mein eigenes Zimmer. Ja. Ich habe auch kein Bier getrunken heute. Ja, okay. Gute Nacht. Ja. Maxi! So, was ist Linus? Wie können wir jetzt eigentlich miteinander anrufen? Geh auf mal Online-Modus, dann geh in neue Sitzung finden. Sag, wenn du drinne bist, dann dreh ich dir bei. Okay? Aber die Lobby wird bestimmt voll sein. Oder wir können es einfach probieren. Neue Sitzung finden. Bro, dein Charakter schreit, wenn ich den verklopp. Ja, weil ich jetzt raus bin. Bei Duncan geht ihr Charakter mal reden. Weil, wenn ich nicht mehr drinne bin, dann wird das zu einem normalen NPC. Bro, einfach so mit einem Militäroutfit als normaler NPC, ne? Man kann sich sogar sagen. Ich hab einen Witz bekommen. Soll ich jetzt nochmal anrufen? Ja, aber mit einer geilen. Warte, mach mit meinem Pizza. Mach wieder mit Pizza, weißt du, warum mein Bruder wundert sich. Dann gehe ich zu meinem Bruder und sag das. Nee, warte. Ich hab hier einen besseren, ich ruf dich jetzt an. Leider. Manchmal bin ich. Jetzt. So. Guten Tag. Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo. Also ich habe gesehen, dass du mich angerufen hast. Nee, habe ich nicht.
Das ist aber komisch. Ich habe dich nicht angerufen, hast du verstanden? Ich habe im Anrufprotokoll einfach auf Rückruf getippt. Hast du meine Nummer vielleicht aus Versehen gewählt? Nein, in den letzten Stunden niemanden angerufen und du hältst deine Schnauze, du kleine Schlampe. Entschuldige, aber im letzten Monat wurde mir einer dieser Services verrechnet, bei dem man einen verpassten Anruf zurückrufen kann und dann dafür bezahlen muss. Du hast damit aber nichts zu tun. Wissen Sie was? Rufen Sie mich noch einmal an, müssen Sie 3 Millionen Euro zahlen. Tschüss. Schön leben. Ah, okay, jetzt weiß ich, was los ist. Jetzt hab ich keinen Witz mehr. Du kriegst pro Stunde 9 oder so. Ja, 2 ist das Maximum. Oh Mann, wenn ich nur 30 Witze wäre geil. Wenn ich 30 Witze hätte. Direkt so 30 Mal hintereinander. Hä? Ich bin doch gegangen und gleichzeitig gestorben. Müsste man Franke anrufen und sie so, hey, sexy boy, willst du mit mir auf den Date? Ja, ich bin in einer anderen Lobby. Du kannst weiter hinten, die Lobby ist nicht voll. Wie viel? 20 Leute, 21 Leute. Dann, oh, jemand hier ist mit seinem Kanjali-Panzer unterwegs. Alles gut, den Kanjali-Panzer ignorieren wir. Wir gehen auf Level 6, okay? Nein, ich hab hier einen. Der ist gerade bei LS Customs. Da sind sogar 2 bei LS Customs. Ich fahre da jetzt hin. Werde die jetzt mal schön abpacken. Und wenn ihr mit uns telefonieren wollt, sag ich euch nicht. Ey, lass uns jetzt mal wirklich so tun, als wäre das wirklich ein Anruf, okay? Olli? Ja. Wenn jemand das nächste Mal uns anruft, ja? Nehmen wir das nicht mit Humor oder so, sondern wir bleiben ernst, okay? Ja. Der ist gerade in Alice Customs drin. Soll ich mit Mike bekommen? Nee, er ist rasiert. Ach so. Ich komme mit Night Truck, okay? Oder soll ich mit Tesla kommen? Er tötet mich. Er kann mich nicht töten, er ist schlecht. Er ist zu schlecht zum Zielen. Welches Level ist er? Das ist C7. Der ist nicht hoch, glaube ich. Na, warte, ich guck mal. 325, das ist natürlich nicht hoch. Ey, Arschloch! Der liegt hier einfach. Der ist Level 325, das nennst du nicht hoch. Junge, nein, mein Wagen, die brennt. Ich muss ihn schnell einlagern. Linus, das ist ein Level 325er, wie kannst du den nicht hoch? Ja, ich hab den gerade geholt. Linus soll 12 einladen. Oh, fick dich. Der Polizei rufen, bevor der Typ kommt, der mich abknallen will. Er kommt sogar. Schnell rein hier. Ich komm, Linus. Lass mal Brown Ruhe. Für Deutschland. Okay, warte. Ich warte, bis er kommt. Er kommt rein. Nee, eben nicht. Ab ihn. Hast du Cops? Ja. Kommen die Cops da rein? Ja. Nein, kommen die nicht. Nur Spieler kommen hier rein. Guten Tag. Die sehen mich nicht. Hä? Warum ist das nicht geöffnet worden? Kommen die hier doch rein? Kommen die hier doch rein? Ja, Linus, guck mal, die eine feiert da. Die eine. Da ist eine. Bist du tot? Nee, ich hab ihn geholt. Kommen die hier rein? Lass sie versuchen, alles zu zersprengen. Nee, die kommen hier wirklich rein.
kann halt nichts anderes machen. Soll ich mal versuchen, mit der mit dem Terabyte hier reinzufahren? Soll ich mal einen Terabyte holen und dann versuchen? Warte, ich wollte jetzt. Nicht töten. Oh Mann. Ich hole einen Terabyte und dann fahre ich hier mit rein, okay? Ja, mach das. Die trauen sich hier halt nicht mal rein, die gehen nur bis zum Eingang, also könnte man hier eigentlich chillen. Und die sind nicht mehr da. Ich bin weg. Bleib hier. Warum habe ich jetzt Sterne? Er hat dich geholt? Ja, hä? Oh, er platziert in jedem Auto eine Mine. Nein, er ist... Mit was wollte er auf mich werfen? Der hat mit einer Granate geworfen. Ja, dann nicht. Du siehst doch aber auch nichts. Friends. Music. Und das Geile ist, Leon, ich habe mein Terabyte alles. Ich habe eine, ich habe Drohne, ich habe Raketen da drin. Also ich bin da sicher drin. Was ist das für? Ja, achso, ach du bist das. Hä? Der Polizist ist weggeglitscht. Linus. Ist gerade auch Linus, ja. Linus. Nein! Ja. Ey! Warum steigst du jetzt bei mir ein? Ich musste bei dir einsteigen. Musstest du nicht? Nein, er wirft damit. Er wird damit. Ja, Junge. Macht er. Stopp! Linus? Ja. Er hat gerade einen fetten Fehler begangen. Der, weißt du, was der Fehler heißt? Wird sterben. Weißt du, was? Rein? Ja, ich bin hinten drin. Ja. Weißt du, was der Fehler ist? Er beginnt jetzt Selbstmord. Ich bin hinten drin. Die Bullen finden mich nicht. Ich glaube, die Cops sind sogar jetzt weg. Ja, die haben mich sogar jetzt schon, die haben mich sogar schon verloren. Wo spawnt der Typ? Ich verschwende gerne für den Kerl meine Waffen, meine Munition. Er denkt, ich kann ihn hinter dem Schild nicht treffen, Linus. Ist das lost oder lost? Linus, der stand die ganze Zeit neben dir. Okay. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, die Sniper ist so geil, dass die One-Hit macht. Linus, der hat einen fetten Fehler begangen. Ach da. Linus? Mann! Wurdest du von den Cops gesucht? Die Bullen, die habe ich hier reingemacht.
Ja, weiß ich nicht, das ist unlogisch, weil denn weil Lester regelt eh alles. Guck mal hier auch. Ich habe sogar eine moddete Hupe. Von wem hast du das bekommen? Von Elian. Versuch jetzt wirklich. Ich bekomme mal Halloween. Ach so, ja, dann halb an Halloween. Aber jetzt das Fahrzeug habe ich von Elian. So, Bro, das bringt dir nichts, weil du wirst jetzt sowieso in 3 Sekunden gefühlt sterben. Er hat halt keine Chance. Ich wette, gib mir 3 Minuten Zeit, er wird verlassen. Safe. Hat man ja bei Secret Driver auch gesehen. Also ist da gerade wirklich. Er hat schon Platten. Er kann nicht mal mehr vorwärts fahren. Ich mache ihn als. Er weiß. Ich wette safe, was ist von 5-jähriges Kid oder so. Ich wette, das ist so. Man kann hier keine Waffen aus. Doch, man kann hier keine Waffen ausholen. Komm, da muss ich hin. Ich muss den sowas von RDM. Der Herr, ich habe gehört, du willst sterben. Versucht er gerade wirklich von uns abzuhauen? Aber er versucht, dass wir ihn nicht treffen, ne? Ja. Bro, das bringt dir nichts, weil. Was ist das, ich da angefangen? Was ist das? Dein Assertion. Aber hier kommt er nicht ran, Linus. Warum spawnt denn der da drüben? Ist der Assertant, ist das der zweitstärkste Wagen? Ja. Ich fahre extra für ihn eine große Runde, weil ich weiß, dass ich ihn holen werde. Er ist oben auf der Brücke. Lass uns jetzt mal jemand anderen abfacken gehen. Ja, weil der ist mir zu lahm. Ich guck mal nach einem tiefen Level. Level 24, der heißt M-O-U-S-S-T-U-R-K-T, glaube ich. Guck mal, wo der ist. Wo soll der sein? Weiß ich nicht, guck mal. Markieren. Olli? Ja? Kann ich mal so einen ganz starken Helikopter von dir fliegen mal oder so? Und damit Leute abfacken? Ich weiß, wo er ist. Er ist in der Militärbasis. Ernsthaft? Ja. Und dafür habe ich schon einen Special Effekt. Willst du mal mit dem Night Truck hier fahren? Nee, ich will lieber mit so Savage oder so fliegen, mal. Ist es okay, dass ich dir den vom Pegasus bestelle? Ja. Weißt du warum? Ich habe so eine geile Idee. Ich bestell mir mein. Hallo? Helikopter, Savage. Ja,
Warte. Ich will den Akuma mal haben, diesen. Weißt du? Warte. Ich würde gerne mit dir. Warte. Ich würde gerne mit dir Kaio machen. Um den Akuma zu holen. Der kostet. Ne, Akula, der kostet 3,7 Millionen. Das ist, glaube ich, zu viel, oder? Ich glaube, so viel machst du nicht, ne? Ah, ich habe schon 10 Mal gemacht. Hä, welchen soll ich nehmen? Also was soll ich? Ich flieg dich jetzt zum Savage hin. Mein Game lag, weil das zu groß ist. Also das drückst du Pfeiltaste mal nach rechts. Drückst du Pfeiltaste mal nach rechts. Ja, Graf. Ja, so halt so lassen. Was ist denn da für eine Farbe? Das sieht aus wie Blätter. Das ist eine Tarnung, wenn du über den Wald fliegst. Ach so. So, du kannst hier rausspringen, hier steht das Savage. Doch. Aber kein Wald. In GTA gibt es einen Wald. Aber wo denn? Aber ganz weit oben in der Wüste. Nein! Der hält so viel aus, oder nicht? Gerade so gerettet. Was ist da nochmal? Da ist der Savage, spring raus. Wo ist der? Ich wünsche dir viel Glück. Also ich lieber, ich hoffe, ich sterbe nicht. Oh, falsch gemacht. Na toll, jetzt muss ich gleich da holen. Lass uns mal doch den guten Herr, der hier bei uns direkt in der Nähe ist, abfacken. Oder? Oh, nein, ich muss doch nicht Leiter hoch. Ich muss einfach nur hoch. Doch, ich muss doch eine Leiter hoch. Fuck. Naja, treffe ich was den guten. Was wurde denn eigentlich als MC-Preis investiert? Was heißt MC? Olli? Wackelt der Bildschirm bei dir? Ja. Das sind meine Bomben. Ich fliege mal zu dem da hinten, der bei der Arena ist. Wo ist denn der gute Herr? Ach, da unten ist der gute Herr. Ich glaube, die meisten wissen schon Bescheid, dass wir hier abfacken, weil die laufen alle von mir weg, wenn ich bei denen in der Nähe bin. Linus. Ich bin Olaf, ich mag Freunde. Oh Junge, ich komme nicht klar, was ist gerade mit mir los? Ey, ich komme mit dem Helikopter immer nicht klar. Erstmal wegfahren. No, sorry. Sorry, but no. No. Der Typ hat das. Okay. Ich hab ihn geholt. Was? Hä? Wie bin ich. Hä? Wie ist er kaputt gegangen? Hä? Ich bin nur einmal kurz gegen den Baum gekommen und dann explodiert er sofort. Wie geht das? Au! Wie ich gerade ausgewichen bin noch so, ne? Ja. Lass ihn mal bei der Bennys Garage abfacken da. Ruf mal Lester an. Dürfte ich den Akula holen? Scheiße, ich komme gerade nicht rein.
Lass ihn mal den Night Truck hier hinstellen. Lass mal den Night Truck hier hinstellen. Auf öffentlich. Auf öffentlich. Und dann unsichtbar stellen. Hallo? Olli? Ja? Können wir denn einmal so machen, dass ich den Akkula haben darf? Das würde mich echt freuen, weil das ist mein Lieblingshelikopter. Ich meine nicht ernst, Olli. Das ist mein Lieblingshelikopter. Ja, auf die U-Bahn rauf! Tschüss! Mann. Ich komme natürlich. Was hat denn eigentlich da alles der Akkula? Du kannst dich unsichtbar stellen, mehr nicht. Und schießen, mehr nicht. Der keine Raketen? Raketen höchstens. Schießen ist gleich alles. Und mehr nicht. Hä, das haben die anderen auch, oder nicht? Ja, und was. Ja, und was nehme ich an der Akkula denn besonders? Aber es ist halt einfach mein Lieblingshelikopter. Und aber wie viele Raketen hält er denn eigentlich aus? Eine? Nein, nicht. Das ist zu wenig. Ich habe meinen Akkula probiert zu treten. Der hat, glaube ich, mehr als 3 Raketen aus. Ah, der Akkula hat das Abwehrsystem, aber das war natürlich. Ich will nur, dass man mir den Night Truck klaut. Also ich würde gerne den auch cooler haben, aber muss nicht. Ich werde ihn irgendwie anders von dem bekommen oder so. Keine Ahnung. Olli. Ich brauche einen Porsche. Dann komme ich rein. Dann kann ich Bennys töten. Du musst nicht, Olli, ne? Also ich würde nur sagen, das können wir ja morgen machen, ne? Ich kann ja auch probieren, einen anderen Freund vielleicht zu fragen, was der will. Ich suche einen Porsche gerade. Ich will Benny töten. Ich brauche einen Porsche. Ich bin bei mir, Olli. Ja. Das meine ich jetzt gerade ernst, ich bin jetzt gerade in dem Zeitpunkt. Wenn du mir das machen würdest, würde ich anfangen zu weinen. Ich höre sogar. Oh mein Gott. Das ist bei mir nicht so eigentlich. Ich freue mich eigentlich nicht richtig, aber ich habe gerade den Zeitpunkt, dass ich, wenn du mir das geben würdest, heulen würde. Also Freudentränen. Das können wir nach dem Live machen, weil dann musste ich jede Minute den Live neu starten. Warte, ich glaube, mit diesem Fahrzeug komme ich bei Bennys rein. Was musst du neu starten? Dann müsste ich immer GTA neu starten. Das nicht. Wir brauchen ein anderes. So eins, nein. So. Ich hab einen. Was für eins? So ein Lowrider. Ich hab auch eins. Lass mich erstmal probieren, Wenn es bei mir nicht geht, dann probieren wir bei dir. Warte. Erstmal, weil du bist gerade noch weiter weg. Aber wie lange campt der bitte schön da drin? Ja, es funktioniert. Wo ist der Typ? Warte. Nein! Panama ging! Halt, ich muss da an Bennys irgendwie rein, warte mal. Genau so. Wo ist der Typ? Ich glaube einfach reinschießen, dann geht der schon. Nein! Oh, Lina! Lass mal, bleib mal drin. Er hat zugemacht. Du musst noch einmal rückwärts fahren. Er hat zugemacht. So. Was? Der ist draußen, der Pisser. Wie schnell ist der denn abgehauen? Der ist draußen?
Ja, er ist weggefahren. Egal, Linus, was sagen wir denn mal dazu? Bennys gehört uns jetzt, ne? Ja. Wie schnell ist der? Ich mag Bennys irgendwie mehr als aus dem Kasten. Viel geiler ausgedrückt. Ey, das Fahrzeug, was da oben ist, das wollte ich eigentlich schon immer haben. Aber ich weiß, dass das so ein Scheiße ist. Aber das ist nicht schwer. Das Fahrzeug drin da, oder? Nee. Oh! Können wir jetzt einmal Kajo machen? Ach, Mann! Komm mal einmal rein, Linus. Okay. Musst du gerade erstmal die Vorbereitung machen? Ja. Ja, ich helfe dir dabei, dann geht das ganz schnell. Dann machen wir eine private Lobby. Okay. Oh, sexy ass. Pervers. Ich bin ein Schweinchen. I'm Daddy Pig. Mein Name ist Peppa Pitz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die Streiter. Machst du privat Lobby? Ja, okay, warte mal. Ey, schlag mir noch einmal ins Gesicht, den kriegst du aber Krieg. Komm hier, Oh, mir fehlen 2000, warte. Geschlossene Freundessitzung. Ich habe jetzt geschlossene Freundessitzung gemacht. Oliver? Ja? Ey, ich schicke jetzt mal ein Bild von meiner Katze und sag mir jetzt von 10, 0 von 10, ob du sie süß, so wie sie, also 0 von 10, wie du sie mal, also wie du sie findest, ob sie süß oder so ist. Warte, der hat sich gerade hingelegt. Warte, ich schicke mal kurz hin. Oh, mein Schicksal. Mach hoch. Und wie findest du die Katze? Findest du sie sehr süß? Hast du mir ein Bild geschickt? Ja. So. Wie findest du sie? Warte. 0 von 10, sag Wahrheit. Oh, süß.
10. Oh, danke. Ich habe noch 2 Katzen, aber die gehen ganz in Ordnung. Der eine schläft gerade, den will ich gerade nicht hören, und die andere schläft auch. Machen die sexy? Nee, ich kann dir auch noch mal ein Bild von der schicken, aber erstens, die hat eine Krankheit. Also sie hat immer Schnupfen. Und das geht aber auch nicht weg. Zweitens, sie ist sehr alt, also über, also nicht im Fall, also nicht sagen, dass sie hässlich ist. Sie ist einfach nur alt, die Katze, okay? Die Katze ist 12. Und das heißt, dass sie schon 60 oder so ist. Olli. Die Katze ist schon sehr, sehr alt. Ich mach kurz Bilder von der, warte. Ah, meine Süße, ne? Wie geht's dir? Ihr geht's halt, der Katze geht's leider nicht so gut. Ja, Olli, also nicht wundern. Wir können leider auch nichts mehr dagegen tun, dass sie... Habt ihr Bild geschickt? Sei ehrlich. Auch süß. Ne 9,5. Sie hat leider eine Krankheit, deswegen. Jetzt mache ich noch kurz ein Foto von meinem Loki. Ich hoffe einfach, dass ich den jetzt nicht aufwecke. Ich mach mal kurz, ich komme mal gleich wieder. Wir wollen ihm jetzt einfach was Gutes tun, deswegen mache ich ihn das einfach, auch mit der Brille hier ist. Das Foto ist schlecht geworden. Alles gut, ist auch süß. Jetzt hast du sie geweckt, ne? Alles gut, sie pennt wieder ein. Wie ich sie kenne. Sie sollte nur mal kurz aufwachen. Ist es okay, dass ich für dich einmal Kaio mache? Ja. Ach Mann. Ah, Mann, ich wollte doch den Akula. Ja, egal. Mach, du kannst auch nur einmal, ist okay. Du musst ja nicht immer für mich Kai machen. Wenn ich den Live nicht beenden muss, mache ich einfach, machen wir Kaio, warten wir 5 Minuten, bis Pablo wieder schreibt, mache ich wieder Kaio. 3-mal. Wie bitte? Das Leben. Was hast du gerade gesagt? Alles gut. Eine Überraschung. Was hast du denn gerade gesagt? Olli. Alles gut, ich mache für dich 3-mal Kaio, aber ohne rausgehen. Ihren Mann! Schnell vorher ziehen wir Panda. Ihr Sohn hat es verbockt. Mann, ich will noch mal Pranks machen. Ey, weißt du, gegen wen ich einen Prank mache? Ich glaube gegen gegen Justin. Ich weiß zwar nicht, wie er reagieren wird. Aber ich kann es ja dann abhören, wenn er aufgelegt hat, ne? Ja. Ja, das wird so geil. Ich rufe den einfach an über Unbekannt. Mal gucken, wie der reagieren wird. Aber denkst du, er wird rangehen? Ja, der geht immer ran. Ja, naja, geht die Mutter so ran. Welches soll ich da machen? Gib meinen Tipp. Das mit den Geräuschen aus der Wohnung. Okay. Also Sexgeräusche. Oh, ich habe immer noch 0 Witze. Wie wird sich das denn anhören eigentlich hier? Mann, ich bin so gespannt, wenn ich wieder einen Witz bekomme. Bekommt man eigentlich wirklich jede Stunde einen Witz? Ich habe immer noch keinen Witz. Okay, ich
Hier, du kannst reinkommen. Oder du lädst mich Kai an oder so. Linus und machst du den Prank gerade? Nö, ich habe ja immer noch keinen Witz. Danke. Ich muss kurz zu meiner Mutter spielen, ich wieder. Hallo? Ja. Bin wieder da. So. Och Mann, wo bist du? Achso, da, du bist da. Oh, ich dachte gerade. Guten Tag, die Herren. Ey! Hui! Oh, sehr tief, sehr tief. Wie fährst du? Mann. Hast du den Furz gehört? Hast du gerade gefurzt? Nein, das war mein. Hast du gerade meinen Furz gehört? Ja. Ich habe mein Mikro schön an meinen Hintern gehalten. Ich habe das Aufholen gemacht. Ich wollte meine Piss-Server ärgern, die so alle Justin, warum furzt du? Hey Justin? Nee. Justin hat das gemacht? Ich war das und dann haben die alle gesagt, Justin, du ekliges Schwein. Ach, weil die glauben, dass Justin es war? Ja. Ja, wo ist mein Wagen? Das war die überhaupt. der ist einfach beim. Hey, Junge, der ist einfach beim Karussell gespawnt, also beim Land und komplett. Der ist. Weißt du, wo mein Fahrzeug gespawnt ist? Bei diesem Vergnügungspark ganz hinten, Dings verliert. Warum bist du jetzt runtergesprungen? Weil ich irgendwie Bock hab. Ich hab eine Taucherbrille. Warum ist das Wasser hier so schmutzig? Vielleicht weil du gefurzt hast, hast du den Tschüss? Nee, das ist Kacke. Irgendwer hat jetzt runter gekackt. Linus? Ey, du auch! Olli, lass mich wieder rein! Hast du den Furz gehört? Nein, leider nicht. Oh, ich hab Darf ich bitte fliegen? Darf ich bitte fliegen? Ja, aber es ist schwer zu fliegen, ja. Ne? Ich kann gut fliegen, ich bin Weltmeister.
Na, du und Weltmeister. Rein da! Guck mal, so machen das echte Männer, Linus. Hallo, was macht der? Oh, jetzt stinkt mein ganzes Zimmer. Meins ist immer noch verfaulten Eier. Dann hast du bestimmt ein Ei in deinem Zimmer liegen. Nee, einmal hat er sogar so doll gestunken, als wäre das verfaulte Milch. Oh, mein Bruder. Ich würde damit fliegen. Aber dann nochmal. Oh, ich hab was vergessen. Ich muss kurz meine Kokain nehmen. Warte, ich muss kurz mein Kokain nehmen. Linus, es reicht. Okay, okay. Alter. Okay. Warte. Okay. Warte. Reicht es? Ich muss einmal kurz weiter gucken, weil. Warte. Hier. So. Trinkst du gerade Pisswasser? Ja. Komm rein. Jetzt bin ich auf High. So, ich sitze schön. Ich sitze schön hinten. Ah. So. Oh, ich sitze direkt hinter dir. Darf ich Drogen rauchen? Hi, oh Mann, ich kann nicht so. Darf ich Drogen rauchen? Ja. Guck mal, du siehst, wie ich gerade Drogen nehme, oder? Nee, meine nicht. Wir müssen jetzt zu Kayo fliegen, Kayo Patrico. Mhm. Gehen wir wieder zu Fuß oder machen wir mit Motorrad? Lass mich alles alleine machen, schnell. Oha, ist der übelst noch weit weg. Sturzflug! Hui! Hui! Du, jetzt spring auf den letzten Meter raus. Guck mal bei der Agentur, was da steht für ein Fahrzeug. Ein Night Truck. Sollen wir einmal eine Rolle machen? Ich mache jetzt eine Rolle. Oh, mir schwindelig, Papa. Bin ich jetzt auf Drogen? Ich fliege jetzt ganz hoch und mach zwei Rollen. Wie hört sich das an? Warte, ich komm. Ey, ein besoffener Typ war so auf einem Wettbewerb, wo man so Flugzeuge, Hallo Olli? Ja? Hier, es gab hier mal, ist hier so ein Typ gewesen. Also ich habe so einen TikTok gesehen, der war so auf einem Wettbewerb, wo man so Flugzeuge haben kann und dann muss man so da halt so rumfliegen und so Tricks machen und so. Und er ist besoffen in ein Flugzeug reingegangen, hat einen Looping gemacht und ist dann weggeflogen. Und er war betrunken. So, wir machen mal Entspannungsmusik an. Ey, Linus, es bekommen ja viele Leute Aufrufe durch ASMR, ne? Junge, ich werde nie so ein ASMR-Video machen, weil ich kein Mikro dafür habe. Doch, hab ich! Ich mach so ein ASMR.
Hallo Leute, ich bin Tabea. Ah, ey, ich mach meine Muschel nicht an. Ist das klar? Ich hab auch Privatsteile, du kleiner Hu. Ja, verpiss dich. Hi. Linus, ich hatte den jetzt schon. Steig, komm mal mit mir mit. Nimm dir mal so ein Motorrad, nimm dir mal so ein Motorrad. Wir werden gleich nämlich einen Megastunt machen. Aber folgt mir erstmal, weil ich muss den Hurensohn noch eine Lektion erteilen. Warte. Ich muss den Hurensohn eine Lektion erteilen. Leider stirbt er nie, aber das ist es mir wert. Schade. Der Typ ist hier immer noch. Er lebt aber. Warum ist er rausgesprungen? Hilft die Entspannungsmusik zu einen zu beruhigen? What the fuck? Mich kann nichts beruhigen. Musik regt mich nur noch auf. Das triggert mich so hart, Entspannungsmusik, ich schwöre. Aber was, mit was kann man dich beruhigen? Mit V-Bucks? Du so, V-Bucks. Nein, mit gar nichts. Man kann mich mit keinem Lied beruhigen, mit keiner Asse mehr. Die triggern mich so hart! Mit ihrem Geschmack. Oh. Oh. Komm, weißt du, was mein... mir gefällt das? Und dann noch mit diesem, keine Ahnung. Weißt du, was mein ASMR ist? Oh, ja. Tabea! Mit ihrem Kondom auf ihrem Mikro, da fummeln sie damit rum oder mit diesem blöden Schleim. Oh, Junge, ich hasse Ine, das. Guck mal, das ist mein ASMR. Oh, ja, Tabea, gib's mir! Ey, und die dann so... So mitten im Live, so mit... Ey, so mitten im Live, so mitten im Live, so... Wie können die das? Wie können das? Wie können das? Die machen immer so... Ich habe mir mal so ein ASMR-Slime-Video angeguckt, so ein Live, ne? Oder? Scheiße. Ich habe mir mal so ein Live angeguckt, ASMR, da habe ich geschrieben Schleim, weil das beruhigt einen richtig. Ich so Slime, Slime, Slime. Dann wurde ich gebannt. Weil ich einmal Slime geschrieben habe. Werde ich gebannt. Ich hasse die. Also mit was mich mit beruhigen kann, mit so Klaviermusik. Ich liebe Klaviermusik, das entspannt mich richtig. Das müssen wir beeilen. Eigentlich. Verpisst. Oh. Lina. Das war's. Ja, gut. Kann ich das alleine probieren? Weil wenn wir mehrmals erwischt werden, werde ich von der Insel runtergeschmissen. Wie können die das 5 Stunden hintereinander machen, diese... Kannst du mir das erklären, wie die das 5 Stunden hintereinander machen können? Ich mag können? Das nicht, aber ich mag die Klaviermusik. Ich mag... Ah! Linus, aber wie können die 5 Stunden... Ah! Wie können die 5 Stunden hintereinander... Olli, also deine Zuschauer sollen sich nichts denken, aber manchmal hab ich so meine. Das ist. Linus, kann ich gleich allein ins Kamerasystem gucken, weil das lenkt mich immer ab, dann weiß ich nicht, wenn du da schon warst, ob ich da noch gucken muss, okay? Ja, Olli, warte. Ich hab so einen Drang von mir. Ich muss immer so aus. Das liegt an gar keiner, aber das ist so bei mir. Manchmal, da werde ich einfach sauer ohne Grund, obwohl nichts passiert. Da schreie ich einfach ohne Grund. Das ist Leute, so. Kann ich kurz was sagen? Also Leute, könnt ihr mir mal was erklären? Wie können 5 Stunden Leute hinter... wie können... gefühlt 3 Millionen Leute hintereinander 5 Stunden dieses machen. Wir können jetzt machen. Könnt ihr mir das mal sagen? Ich würde mir die Kehle rausschreien. Ne, Linus? Ja. Ey, es liegt nicht an dir, dass ich die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit ausraste. Es ist einfach nur so.
so ein Drang von mir. Ja, ich bin am Lager drin. Ich hoffe, das wird gut. Es ist so ein bisschen wie... ein Gemälde. Einmal Gold, einmal Gold. Wenn einmal Gold ist, das fängt dann schon gut an, Linus. Olli? Ja? Das ist, also diesen Drang, den ich hatte, das ist sowieso so, was Gewitter im Kopf hat. Kennst du Gewitter im Kopf? Ja. Ja, wie, was hat er nochmal? Zweimal Gold. Olli, was hatte er nochmal? Weiß ich nicht. Dreimal Gold! Oha, was hatte er nochmal für eine Krankheit, Olli? Das weiß ich leider nicht. Einmal Bargeld? Also auf jeden Fall ist es so wie sie, so ähnlich, aber es ist nicht die Krankheit von ihnen, aber es ist so ähnlich, dass ich einfach nur rumschreien will. Ha! Kellala. Einmal Bargel. Ja. Das nicht. Entschuldigung. Muss dich nicht wundern, Olli, okay? Ah, wir haben die scheiß Flasche. Du musst dich nicht wundern, okay, Olli? Ja, ist gut. Leute, er hatte einen Boxsack. Den hat der arme Boxsack. Der ist gestorben. Der Boxsack ist kaputt gegangen. Der ist nicht kaputt. Der fliegt halt nur die ganze Zeit um, weil er zu wenig Wasser drin ist. Nee, da ist zu wenig Luft drin. Ach so. Die Luft geht halt raus. Ich glaube, du bummst eher mit denen. Nein, ich leg die nur manchmal um und dann trete ich ihn. Dann steht er wieder auf wie ein Ständer. wie ein steifer Pimmel, ne? Ey, die Wut, die ich gerade habe, das ist, glaube ich, die Wut, wo wir verloren haben und so. Die kommt dann erst raus, wenn ich ganz später, die kommt dann ganz später erst raus und kommt einfach so rausgeschossen. Ich kann dagegen nichts machen, ne? Also nicht wundern, ich kann dagegen nichts machen. Es könnte auch sein, dass ich einfach Leute diese Charaktere beleidige. Ohne Grund. Das ist auch so ein Reiz von mir. Hörst du, was ich höre? Guck mal, Olli, es tut mir leid, aber ich muss ehrlich sein. Ich meine das wirklich nicht böse, ne? Aber meine Wut kommt durch. Dieser Song nervt. Er ist scheiße und der Typ hat die anders wieder auf Drogen. Hat er HS genommen oder was? Welches Lied ist dein Lieblingslied? Das mache ich an. Das Lied, was cool ist. Ich weiß, das ist, warte. Das weiß ich nicht. Also, In My Mind könnte es sein und, du lädst die Worte runter, du hast neue Vokale, du schießt die neue Brüder. Du kriegst 1000 Debs und ziehst dir und kriegst alle Wala. Und dann pushst du ganz viel. Push. So, Dennis schreibt eine ganze Zeit, gut. Nee, ich bin Dennis und ich bin schwul. Sorry, das meint. So, Dennis schreibt, na. Und, oh! Ey, Olli, das meint. Oha! Wie?
Wie ist gerade das Ding untergegangen? Wie ist der Helikopter gerade wegteleportiert? Wie ist, ich will mal gucken, wo der ist. Der ist schon runter. Da unten ist er. Ja gut. Habe ich deinen Traum erfüllt? Darf ich einmal mich kurz über Dennis lustig machen? Ja. Oh, ich bin Dino, sie hat diese behinderte Krankheit. Ich muss immer schreien und ich hab ich muss immer dieses na und dieses auch diese Olivier und immer dieses das heißt, ich bin verliebt. Dennis, das nervt wirklich, dass du die ganze Zeit nachschreibst. Hör auf, ich habe dir das schon 3 Millionen Mal gesagt das und du... Sag mal Dennis, dass man nicht böse ist. Das ist meine Wut, okay? Das ist meine Wut. Dennis, das meint er nicht böse, das ist seine Wut. Und Dennis, aber es ist halt wirklich so... das gefällt niemandem. Dadurch verlierst du Freunde. Durch deinen Scheiß na. Ich bin Dennis. Ey, manchmal mache ich ja vor allem eigentlich dunkles Geräusche. Also nicht wundern, okay? Is this where we walking from? The lowly Das meine ich nicht so, ne? Es ist, ich hasse das, wenn jemand irgendwie einen Song... Ich sag sogar meine Mutter, hör auf, halt deinen Mund, so dass er das Ding irgendwie einen Song... Also, wenn du Eier hast, schreist du mal, wenn du... Ich hasse auch, wenn jemand einen Song anmacht und es noch ein früher Morgen ist. Ich sag dem so immer, mach die Musik aus, diese Musik ist scheiße. Ich sag das zu meiner Mutter. Wir machen noch die Vorbereitung. Wollen wir danach wieder was anderes machen? Weil ich mache die im Laufe der Nacht heute noch. Es ist erst 23 Uhr, Linus. Wollte ich so sagen, wenn wir das heute machen, dann müssen wir es nicht mehr später machen. Also jetzt machen wir es. Du fliegst wie besoffener Adler. Da kann meine Mutter fliegen, da kann meine Mutter besser fliegen als du. Ich meine das nicht böse, okay? Das ist die Wut, okay? Es ist die Wut! Hör auf! Schrei mal, Baba, geh vom WLAN-Kabel runter! Schrei mal, wenn du Eier hast. Mama, geh vom WLAN-Kabel runter! Willst du Stress? Das ist meine Wut! Ey! Kannst du mich töten? Ich stelle es manchmal ein und nicht ein. Können wir jetzt noch hingehen? Willst du boxen? Willst du? Ja? Ja? Nee, ich hab Baseballschläger. Ich benutze Messer, komm her. Was soll das werden? Warum kann ich dich nicht hauen? Ich will dich auch hauen. Wir klappen uns wie verrückt hier gegen. Ja, ich hab gewonnen. Wir stechen uns hier die Kehle gegeneinander raus. Au!
Ja, okay, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, ich ergib mich. Hallo. Ach. Bitte ergeben Sie. Wollen wir miteinander quatschen kommen? Bleib du da, wir quatschen so. Ja, Revolver. Er hat mich geholt. Mal was du ganz hast, du hast Verbrennungsmunition und er sagt, Oliver hat dich kalt gemacht. Eigentlich müsste ich dich dann warm gemacht haben, oder? Ich habe gehört, Linus will boxen gegen mich. Oh. Komm, lass ein Oscar-Battle machen. Wir sind schon richtig nah und wir treffen uns nicht. Oh, Junge, wie schlecht sind wir? Ey, du kleiner Gauner. Ey, wir treffen. Junge. Oh! Habe ich gerade ein Veto gemacht? Keine Ahnung. Bomben versuchen die krassesten Stunts ever zu machen. Oh, komm. Ne, komm, Oliver, komm. Oliver, Linus, gib gleich auf. Gib gleich auf. Guck mal, ich bin doch schon krasser als du. Ist klar, ist klar. Das war knapp, oder? Sterb doch! Oh! Hä? Du bist nur hingeflogen? Wir machen die Mission, ich bekämpfe hier einfach gegeneinander, ne? Komm, ist er da? Ich piss dich gerade an! Warte, komm, lass ein Herz machen, warte. Das sieht eher aus wie ein Zahn. Betest du da um Gott drin? Nein. Komm, verpiss dich einfach vor mir.
Ey. Was ist denn explodiert? Oha, oha. Was hast du denn für ein Aim bekommen? Ich bin deine Mutter geworden. Lass mich in Ruhe, Söhnchen. Easy. Easy, easy. Taman, taman. Warte mal. Warte mal kurz. Easy, easy. Oh. Jetzt hat das erste Headshot gezählt. Was ist das denn? Bye bye. Oh. Hi. Ey. Hat Spiel auch mal Sniper, du kleine Nutte. Tut weh in meiner Muschi. So, jetzt lass mich kurz im Heli einsteigen. Ey, was für ein Heli? Nein. Du darfst doch sogar mitkommen. Du darfst doch sogar mitkommen. Schlägerei! Schlagstock, komm her, ich hab Schlagstock. Nee, scheiße. Ah, ja, ich... Ey, bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Ey! Der raucht schon. Ja, lass uns jetzt einfach die Mission machen. Wir haben gegeneinander keine Chance. Oh, jetzt lass uns doch jetzt einfach die Mission machen. Ich muss weg vom Flughafen. Lass uns doch einfach jetzt die Mission machen, Olli. Olli! Darf ich einsteigen? Ich hab keinen Fallschirm. Guten Tag, der Herr. Wollen Sie mit mir reden? Hast du Polizei, Linus? Ja. Hä, wie kann man Polizei haben in der Mission? Indem man die Bullen anschießt? Lass mal die krassesten Stunts ever machen. Komm her, Linus, wir laufen jetzt in meinem Motorrad. Aber vorher gib dich vor den Bullen. Die Cops fahren mich hier an. Die Anzeige ist aus. Ich habe keine Sterne. Ruf Lester an. Du hast keine Sterne? Ja. Nee. Alter, ruf. Warte, steig ein. Ah, ich kann ihn nicht anrufen. Ja, gut.
Der Herr, wir müssen zu Fuß weiterlaufen. Sie haben sich so fett gemacht. Sie waren so fett. Der Herr, die waren so fett. Es reicht. Hören Sie auf, der Herr. Ich bin unser Störer. Komm her. Ich schlag dich. Komm. Oh. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ich hab's dir voll für den Kopfschuss gegeben. Hä? Vor allen Dingen, ich war mitten in der Schießerei. Der konnte nichts machen. Hä, wie lebt der andere noch? Wurde der nicht totgeschossen? Wie hast du denn, kann ich ihn auch für den Kopfschuss geben? Ich hab ihn geschlagen. Stirb! Stirb! Der eine ist schwarz und der andere ist weiß. Ich bin kein Rassist, aber irgendwie sieht das. Ich bin kein Rassist, aber irgendwie sieht das cool aus. Hier knuddelt ein Schwarzer und ein Weißer. das sieht ein bisschen falsch aus. Der macht hier Haia-Haia. Ist nicht erlaubt auf der Arbeit. Man kriegt kein Geld für das Pennen. Ich hab Waffe auf ihn gezeigt, ich krieg keine Sterne. Ne, Linus, man kriegt kein Geld für das Pennen. Alter, ich bin wegen dir so langsam, weil du fett bist. Oh, Mittelfinger, komm hier, Mittelfinger. Hier hast du deinen Mittelfinger. Ich habe gehört, du willst bumsen? Linus? Nein. Ey, Linus, Stand. Komm mal! Warte, kein Stunt! Oha! Ja. Nein, das schaffen wir nicht! Oh. Junge, was löst du mich ab? Wurden dir die Eier gebrochen? Nein. Doch, ja. Müssen wir ins Krankenhaus? Hast du gesehen, wie ich gebounced bin auf dem Motorrad? Und das ist gebounced. Ich bin eher zerquetscht. Ich kann mir nicht Liebe im Barhaus machen. Ja, du hattest so einen Spiegel. Jetzt können wir keine Liebe im Hotel machen. Au! No. Wir haben 3 Worldwides gemacht und diese Mal haben uns beide die Muschi Jetzt können wir im schmutzigen Parkhaus kein Sex machen. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Ja gut. Ey, guck mal meine kleine Pion. Wie sage ich, guck mal, ich sag, ich bin Gott und ich flieg erstmal auf die Schnauze. Ich bin Gott. Ich bin hier durchgeflogen. Durch die enge Lücke. Die Hupe ist ja so triggern. Was ist das für eine Hupe? Können wir jetzt bitte zum Ziel fahren? Die Hupe. Seid ihr neidisch? Einfach LKW-Hupe. Ey, Hup. Lass mal in die Bahn rein. Ey, Hup. Ja! Hup mal! Das war schon immer mein Ziel. Hup mal! Kannst du bitte hupen? Ah ja, okay. Ach, schade. Dafür musst du sterben. Fahr mal mit Gewalt. Och Mann. Ist ja auch erlaubt, ne? Oh.
geht's dir da hinten noch gut? Hast du dir schon die Eier einmal gebrochen? Hängen wir jetzt hier ernsthaft fest? Nein, fahr mit Krawall. Du sagst, wir sollen mit Krawall fahren. Ja, aber warum müssen denn noch ein Wheelie dazu? Wenn wir jetzt einfach zu den der Hauptquartier fahren. Ja, aber. Ja, wir können. Aber ist es okay, wenn wir noch nebenbei 20 Mal auf die Fresse fliegen? Ja. Der Typ ist über dein Motorrad gefahren. Hast du ihn wenigstens aufgehalten? Ich hab's voll. So, du wirst nicht angefahren, aber ich werd angefahren. Du bist einfach unter sein Auto geglitscht. Oh, 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 oh. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen, was ich für einen Stunt gemacht habe? Ich bin hingeflogen, dann bin ich im Stehen gelandet, Linus. Ist der Mann da oben normal? Siehst du den Mann da oben? Olli, Olli. Hauptsache, Hauptsache du. Erstens, das war der krasseste Tanz ever. Erstens, das war der krasseste Set ever. Ich bin geflogen und dann bin ich im Stehen gelandet. Und zweitens, ich musste es da fotografieren, dass der nackte Mann steht mit den Tasche. Ey, Hauptsache ein Unfall passiert mit dem Motorrad und du fliegst unterm Auto. Siehst du den Mann da oben an der Tafel? Ja. Ich zieh seine Nippel ab. Hey Olli, flieg um! Ich lauf steigen. Sorry. Alter, ich werf. Oh, meine. Hey, wie, was hab ich da gleich für einen Kratzer reingemacht? Oh, reicht, Lino. Okay, reicht. Oh, wir hatten gerade den Spaß des Lebens. Wir hatten gerade richtigen Lachflash, oder? Ja. Ich hab den immer noch. Oh, Junge, deine Schreckmänner. Mir auch. Hast gesehen, was das gerade für ein perfekter Worldwide war? Really war? Ey, Dennis ist einfach auf der bei der. Ey, hast du das gesehen, wie der Charakter, wie das Motorrad so an dem Boden vorbeigeschliffen ist und dann. Guck die Scheibe vorne an. Hast du gesehen, wie ich vorbeigeslidet bin hier so an den Boden und dann hingeflogen bin? Hat ein Vogel auf unsere Scheibe gekackt? Nein. Warte. Ja gut, das funktioniert. Nein! Oh Gott. Wir sind 700 Meter entfernt, komm schon. Wir müssen hier... Ah. Linus, ich gebe dir gleich einen Tipp, hier kommen wir nie wieder raus, also hier kommen wir nie wieder. Nein, war ein Prank. Eigentlich kann ich gut fahren, ne? Nein, nicht runter. Wir kommen hier. Oha, ich bin einfach durchgeglitscht. Ist das Wasser? Nein, okay.
Ja gut, wir kommen jetzt wieder raus. Ja, easy. Warte. Warum jetzt, really? Jetzt fliegen wir gleich so auf die Fresse. Wie wir so in einzelnen Steps hochfahren, ne? Oh, ja, ich bumm's dich, ja, ja, ja. Nein! Wie wir abgebounced sind. Ich so nach vorne und du so nach hinten. Oha, geil. Da war ich gerade Gott. So, das schaffen wir jetzt. Ah, warte mal. Was ist denn kurz gehört? Ey, einer ist so mit dem Motorrad am Auto auf dem Auto gekracht und das Motorrad war dann drauf und das Auto ist dann einfach weggefahren. Warte mal kurz. Helikopter! Hast du den Furz gehört? Nein. Ich habe aber deine Ehre gehört. Oh, und zwar ein Furz. Oh! Ah! Oha! Festhalten. Wie du so rauskommst und ich da feststecke wie ein Fettsack. Welches Motorrad ist das? Die Barty. Die Barty 801. Festhalten. Wäre die Laterne nicht im Weg, wären wir wie Gott geflogen, oder? Ja. Ey, wie die Ampel da so auf der Straße ist. Nee, ich hab die Barty, glaube ich, nicht mehr. Wolltest du gerade treten? Ja. Na geil, hat gut funktioniert. Lino, stell dich mal hier an, stell dich mal dahin. Also warte, ich will kurz die Barty holen. Los. Gleich. Bestanden. Oh, da hat wirklich ein Vogel drauf gekackt. Warte, ich mach mal kurz die Kacke sauber. Also stell ich mal an das Rote da rein. Ey, was machst du jetzt? Los, stell ich da rein. Da kann nichts explodieren. Ja, dann stell ich einfach hier vor. Bei mir. Stell ich daran. Du musst dich schon hier so hinstellen. Au! Kommst du noch hoch? Ja. So, jetzt bekomme ich erstmal einen Schlag in die Fresse dafür. Ja. Aber das Auto, das ist hässlich. Wie kann man nochmal treten? Du musst alle Waffen auslösen und dann R1 und X. Ich glaube, nur du kannst es machen. Nein, auch der Hinterfahrer. Ich kann das nicht. R1 gedrückt halten und X dann. Ja, mach ich ja. Ich zeig dir nur Mittelfinger. Ja, gut. Sexy Bombe. Können wir jetzt einfach die Mission machen? Ich versuche ja gerade schon hinzufahren.
Oh Scheiße, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich kann nicht kicken, ich kann nicht kicken. Oh, 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 wir sind Gott. Oh, wir sind Gott. Oh, 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 wir sind Gott. Oh. Ui. Ui, guck mal, ich schlage. Guck mal. Ui. Nein. Oh, 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 oh. Ich bin fast den Berg runtergefallen. Hier soll irgendwo ein Wald sein. Guck mal, guck. Guck mal, wie ich schlagen kann. Guck mal, wie ich schlagen kann mit dem Hammer. Ah! Au! Ah, ich rutsche, Hilfe, au! Au, au! Ich werde sterben. Ja, ah. Aber du, ich will nicht sterben. Ich hatte so Glück. Check dich. Nein. Au. Schwängerst du den Boden? Schwängerst du den Boden? Ey, mein Mutter hat Unser. Hallo. Ja. Ey, wenn das Auto kaputt will, kommen wir nicht mehr weg vom Berg. Ey, das war's mit der Mission. Jetzt schaffen wir das so in 5 Sekunden alles. Ist klar. So, bam, fertig und bam, geschafft. Wo ist der Eis? So, warum hab ich jetzt Geld abgezogen bekommen? So, wenn ich jetzt... Ich will lieber Spaß haben, wenn ich die Arme mit dem Motorrad fahren. Und. Sag mir einfach, dass ich Gott bin, ohne zu sagen, dass ich Gott bin. Nein! Oha! Du bist Gott. Sage mir, dass deine Eltern chillig sind, ohne mir zu sagen, dass deine Eltern chillig sind. Baba, rauchen wir gleich Shisha. I'm not chillig, was für Shisha? Alter, du bist tot. Ey, ich bin im Motorradclub, weißt du warum? Weil da, wenn die Motorräder kaputt sind, du weißt, ne? So, aber wir nehmen uns dafür passende Outfits halt. MC-Stil. Warte, kannst du da mal einsteigen, bitte? Warte. Komm rein. Mafia? Ja, nenne ich einfach mal Mafia. Komm, wir machen einen besseren Stil, ne? Warum sehe ich so komisch aus? Auch halt doch den Maul. Warte mal kurz. Hallo?
teleportiere dich. Ah! Linus. Was ist? Leise sein. Meine Mama will, ich will, dass meine Mama will ausmachen. Dass ich ausmache, weil ich zu laut war. Wer hat das gesagt? Meine Mama. Die will sonst WLAN ausmachen. Meine Mutter auch immer. Ist das ein Zweisitzer? Probier mal aufzusteigen. Ja. Kannst du bei mir aufsteigen? Kannst du bei mir aufsteigen? Wir fahren getrennt, komm. Ich glaube, die Musik war einfach nur so laut. Ich fahre mit einer Hand, ist das normal? Nein. Bei mir ist Wasser. Fährst du gerade rein? Ja. Ich komme nicht mehr hoch. Warum kann ich nicht schlagen? Oh oh. Jetzt fährst du uns Wasser. Wie geht das mit dem Schlagen? Ah. Guck mal, soll ich dich zum Vizepräsident machen? Mitglieder. Hey! Olinus! Olinus! Du kriegst dich in die Fresse. Ich hab's geschafft. Bin gegen den Baum gefahren. Hey, wie bist du da? Oh, mach Platz. Einfach rein da. Geht schon. Ja, guck, man hat geschafft. So. Tschüss, Linus, lol, 12. Ey! Du kommst du nicht mehr raus, also ich nicht. Geht wieder raus? Ah! Oh.
Nein, du hast es geschafft. Mein Motorrad ist oben. Mein Motorrad ist oben und ich bin unten. Nice. Das habe ich gerade gehabt. So. Wenn ich das früher konnte, kann ich das immer noch. Genau, Wallride. Wolltest du mich treten, du kleine Arsch? Linus? Tschüss. Ich mache jetzt schöne Stunts. Oh, come on. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich sehe den Tod. Ich lag auf das Motorrad und hab. Ich lag auf das Motorrad und hab mich ausgezogen. Jetzt finde ich es nicht das Essen. Ey. Was hast du denn gegen mich? Warum liegt das denn gegen mich? Das ist ein Arschloch. Kannst du mal auf mich warten? Jetzt fährt er einfach gemütlich weiter. Cocksack gegen Airstocke? Hast du gesehen, wie knapp das war? Warum? Hey, hier bitte. Ich bin doch unten auf der Autobahn. Alter, hör auf, du Fettsack. Du Licht. Mich aus der GTA-Map aus. Ich weiß halt, wo du runterfahren kannst und nicht.
Nein, du bist da unten. Ich hab einen Rollride gemacht. Moskau, Russland ist ein schönes Land. Doch. Ja. Oh nein. Warte doch. Ey, weißt du, wo wir noch letztens versucht haben, auf die Brücke raufzukommen? Lass es probieren wieder. Aber dafür müssen wir hier runter. Wie sollen wir jetzt hier runterkommen? Rückzug. Bring mich mal um. Ich glaube, das bringt nichts. Warum? So, bin ich unten. Bitte unten. Ja, muss. Ach, kackt. Linus? Ja. Ich bin aus der GTA-Lobby geflogen. Warum? Weiß ich nicht, Internetverbindung oder so. Was? Internetverbindung. Aber ich komme wieder rein. Ich komme wieder rein und dann machen wir den Stunt. Okay. Alles gut bei dir. Geht ja. Außer mir geht ja. Es ist morgens nicht mein Scherz. Aber kennt ihr mich? Olivia? Ja. Außer mir. Geht ja. Außer mir. Oder nicht? Oha, ich bin hier oben. Geil. Hallo? Ja. Okay. Der Livestream ist immer noch an. Oha. Willst du mal gucken, wie lange der noch schon geht? Das was? Guck mal bitte, wie lange der Livestream schon geht. Der geht, warte. Oh, kannst du mir was im Battle Pass schicken? Shop? Der neue Shop ist noch nicht drin. Doch, es ist nur. Achso, um 1 Uhr morgens geht er erst rein, ne? Ja, deswegen. Das ist ja auch mein Ziel mit dir. Warte kurz, ich guck mal kurz. Der geht. Warum bist du in einer Agentur? Das ist mein Spawnpunkt. Ich sehe das nicht, wie lange der geht. Du musst nach ganz zurückspulen. Der geht seit 2 Stunden und 10 Minuten, 12 Minuten. Digga, dann haben wir so viel Spaß. Ich finde, wir sind die besten Freunde.
Linus, wir haben Spaß. Und echte Freunde, was machen die? Lachen. Oder? Oder, Linus? Ja. Kommst du rein? Wo rein? Motorrad. Da bist du in der Lobby wieder. Oh, beim Motorrad ist fast. Wo bist du gerade? Ey, können wir einmal so einen Trick machen, Olli? Wo bist du denn gerade? Wir müssen zum Casino. Also ich brauche einen BMX. Wo bist du denn? Ich bin beim Flughafen. Ich komme zu dir, warte. Ja, Ehrenmann. Ja, was hast du denn da gerade angestellt? Ist der hingeflogen? Ich bin nicht hingeflogen. Spaß. Bist du hier hingeflogen? Hä, hey, wie kannst du deine Motorräder so schnell anfordern? Interaktionmenü. Und dann? Kannst du da die Motorräder anfordern? Hey, wie geht das, dass du nach hinten schlagen kannst? Hör auf! Au! Er fährt doch extra über mich. Hör auf, okay, hör auf. Jetzt ist recht gar nicht. Jetzt kannst du dich verpissen. Warte, also ich gehe auf das Aktionsmenü, denn auf Fahrzeuge? Auf Motorrad. Ah, nee, auf MC. Ah, hier geht es okay. Okay. Erstmal zu meinem. Wir müssen einmal erstmal zu meiner Garage. Ihr Mädchen, alles gut mit deinen Füßen? wer will einen Teller essen, bitte schön? Linus? Ich werde dieses Team von hinten nach vorne morgen ansehen. Linus, willst du die Kette da auf den Teller essen? Welche Kette? Da oben. Oh. Ja, wo denn? Warte. Oh, gleich. Ja, die. Auf den Schild. Das war's? Da, ganz oben. Da. Nein, will ich nicht. Jetzt dann müssen wir zu meiner Garage fahren, weil ich hab BMX. Oh, die Stühle, die gleich aussehen, kosten unterschiedlich teurer. Ich weiß. Was ist daran der Unterschied? Die Farbe höchstens, ein Minimum. Vielleicht einfach nur besseres Holz. Gesundheit. Das war ein Gesundheitsfurz. Achso, hast du gefurzt? Nein. Das war. Ich wollte nicht laut niesen und dann habe ich also in meine Hand daran gemacht. Was? Okay.
Tschüss. Ciao. Dennis ist jetzt noch online. Beruhig dich, Dennis. Der Spacken. Warte. Wie kann man mit dem schlagen? Warte. So. Wie kann man eigentlich auf dem kannst du mich kurz mit schlagen? kannst du mich mit dem Motorrad bitte alleine lassen kurz? Und okay. Motorrad, gefällt dir Motorrad? Dennis, ich habe dir vorhin noch gesagt, dieses Nah nervt. Wenn du noch einmal schreibst Nah, werde ich dich aus meiner FA löschen. So, komm mit. Olli, wie schlägt man auf diesem Motorrad? Man kann auf einem BMX nicht schlagen. Aber ich kann... Okay. Tschüss, Linus. Hier komme ich auch hoch. Und zwar einfacher als du. Wollen wir nachher gemeinsam ein Skatepark mit den Fahrrädern? Ja, aber komm. Wir brauchen ein Fahrzeug. Wir brauchen ein Fahrzeug und dann. Ja. Au! Wir können auch einfach ein NPC-Auto nehmen. Hör auf, auf, auf! Aufpassen, Fahrradfahrer, aufpassen, Achtung, Fahrradfahrer. Der ist auf die Fresse geflogen. Wie wir eine Verfolgungsjagd machen, ne? Oh, was soll das denn? Lass die Leute doch mal in Ruhe. Was überfährst du die? Ich überfahre sie nicht. So, lass mal hier rein in meiner Garage. Ey, wenn wir beim Casino sind, wenn wir da hinten in die Garage fahren wollen, ne, du darfst nichts drücken. Ich muss dann aussteigen, okay? Was willst du da denn machen? Ja, ich kann da so einen coolen Trick dann. Also wenn, also du gehst da so zur Garage mit einem normalen Fahrzeug, ich steig so ein, du fährst da hinten zu einer Garage, du das, und dann siehst du ja dieses, dann siehst du das ja so, so ein riesen Bild dann, und dann darfst du nichts klicken. Ich will das aber nicht. Und dann steig ich aus, dann kannst du auch wieder weggehen. Dein Spiel stürzt davon nicht ab. Das hat nur mit dem BMX was zu tun. Okay, warte, ich muss einsteigen. Jetzt sind wir auch wieder Motorrad. Nein, mach das einmal mit der. Mann, bitte, mach das einmal mit der Garage. Warum, Linus?
Bitte. Das ist cool, bitte. Was machst du? Na, rückwärts fahren. Aber warum so? Egal. Du darfst aber nichts drücken, okay? So, da muss ich jetzt rein. Fahr da rein. Los. So, sag, wenn du da bist und alles siehst. Ich sehe alles. Okay, ich steig jetzt aus. Geh ich da hinten. Kann ich wieder weg? Ja. Hat funktioniert. So, was kannst du jetzt damit machen? Ja, guck mal. Guck mal, die ramme ich mal und probier mich runter. Nee, nicht runterschlagen, guck mal. Hui! Du fliegst nicht mehr runter? Guck mal. Hui! Lino, steig mal bei mir auf. Ja, dann gehst du den Glitch wieder weg. Können wir bei mir den Glitch auch machen? Das kannst du auch mit einem Motorrad machen. Ah, ich will das mit dem Motorrad nicht. Mit einem BMX? So, wir fahren jetzt zu meinem Haus. Folg mir, du lahme Schnecke. Ey, ramm mich mal oder so. Ich glaube, runterschlagen kannst du mich auch nicht mehr. Da musst du schon stehen bleiben. So, ich habe gehört, du willst Stress. Komm her. Mobs, du willst. Ich kann auch noch runterfallen, aber... Nee, ich kann nicht mehr runterfallen. Tasern? Nein. Nur mal ausprobieren. Das geht doch. Oh, wie du die... Ich brauch's mal rein. Ey, wie der Glitch ist jetzt weg. Ah, nee, okay, ist noch da. Hui! Linus lässt mich immer im Stich. Wie siehst du aus? Nicht schön. Ein Knacke. Aber wenn du wüsstest, wie ich aussehe, schäme ich. Ach du heilige Scheiße. Uff, bäh, bäh. Nein, mach das bitte nicht. Ich sehe aus wie ein Bauer. Ich auch. Guck doch mal mein Gesicht an. Ich sehe aus wie ein Kanacke im Gesicht. Linus. Hallo? Ja, ich bin noch da. Warum kann ich in meine Garage nicht rein? Hä? Ich kann in meiner Garage nicht rein, Linus. Du hast mich du hast mich gemordet, du hast mich gehackt, dass ich nicht in meine Garage rein kann. Was? Nein. Dafür muss ich jetzt als Bauer leiden. Oh Mann. Doch. Linus? Ja? Du musst ein Bauer. Du bist jetzt ein Bauer. Wie siehst du als Bauer aus? Nicht schön. Mag es nicht. Komm schon, also springt. Jetzt springt er erst.
komm. Ich mach's dir mal einfacher, ne? Tschüss. Wir treffen uns bei meinem Motorradclub. Nein. Doch. Der ist nicht in der Wüste, der ist unten am Strand. Ach komm, ich hab ein BMX. Ich hab auch ein BMX, guck doch mal. Hallo. Na, Bauer? Du bist selbst ein Bauer. Weil ich dich mag. Wie siehst du aus? Nicht gut. Zeig dich mal. Nö. Guck mal, ich zeig mich auch. Ich zeig mich. Feuerwehr, rette mich. Ich fahr fette Leute an. Feuerwehr, ich leih mir mal kurz das Auto, okay? Nein. Oh oh. Amina sieht ihn blank. Nein. Mit dem Wasser kannst du nichts machen. Warum nicht? Ja, du kannst sie nicht immer runterholen. Auch wenn du mich rammst, ich fall nicht runter. Lass es mal austesten. Da sei doch mal. Und wie schön. Oh nein, die arme Frau! Zeig, wie du aussiehst. Guck mal, wie sehe ich aus? Nein. Guck. Mein Liebes, wenn du Eier hast, wenn du Eier hast. Wir sehen beide wie Kanacken aus. Du kannst mich rammen, wie du willst, ich werde nicht umfallen. Ich bin Kanacke. Und? Bist du auch ein Kanacke? Ja. Ich rutsche und rutsche und rutsche und rutsche. Oh, meine Fresse. Ich bin hingeflogen. You spin my head right now. Luis hat mich im Nachtclub gestalkt. Er hat meine Nacktbilder gesehen im Nachtclub. Im Motorradclub. Ja. Ich saß da so drin, dann ist er irgendwie reingekommen und dann hat er gesagt, Oliver, was ist das? Ich so, gar nichts für dich. Ist was für 18-Jährige. Achso, übrigens, ich bin früher bei meinem Club. So. Bumm. Clubs. Warte. Siehst du die Markierung auch? Ja. Hä? Bei mir bin ich einfach einfach. Junge, bei mir bin ich umgedreht und fall trotzdem noch vorwärts. Und jetzt? Okay. Das ist sehr merkwürdig. Ich drücke gerade um mein Leben und ich komme nicht vorwärts. Normal. Ja, du kommst da wie 20 Stundenkilometer vorwärts. Ja, du bist gefühlt Hans Franz Mayer Junior, der Hurensohn.
Du bist halt weit, du bist halt schneller als ich. Bin ich nicht. Doch, guck doch. Ist wie du da. Guck mal, wie ich fahre. Ich fahre ganz geschilligt. Linus, fahr mal so wie ich. Mich. Einfach X gedrückt halten. Dann fährst du wie ein Kanacke. Halt mal X-Taste gedrückt einfach nur. Piss dich von mir. Schaffe ich es? Ich bin da. Ich hab's geschafft. Kommst du rein, Ines? Linus? Ich komm nicht. Ich geh jetzt. Und wie geht's dir so, Linus? Gut. Ich gehe mal auf Toilette, Linus. Guck mal hier. Oh, ah, doch lieber nicht. Oh, ich gehe mal. Ist man hier wieder alleine? Also kann man hier überhaupt noch rein? Kann man hier duschen? Oh Junge, hier wurde schon gejaxt. Wo geht's hier? Oh, die Toilette sieht freudig aus. Wo? Das ist eine Peitsche. Linus? Linus, ich habe eigentlich den besten Stil genommen, aber sieht man ja vom besten Stil, ne? Ey, warte, bleib mal hier drin, geh mal rein, komm mit, lass uns weiter rein. Ja, so, ich geh mal in meinen Planungsraum. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh mein Gott, oh ja, der Arsch. Jetzt bist du hier geblockt, jetzt kommst du nicht mehr raus. Ich gehe erstmal, ja. Ich gehe erstmal in mein Büro. Oh. Komm mal rein im Büro. Komm mal rein im Büro. Linus, komm Nein, mal. Ich will nicht. ich kann nicht. Warum? Guck dich hier um. Komm, wir gehen mal nach oben. Oben ist es ganz sauber. Oh Gott, es ist hier sehr, sehr sauber. Guck mal, was hier steht. Präsident. Vice President. Was steht da? Junge, wie siehst du die Bilder noch dazu verändern? Ab heute sind wir Kanaken. Oh nein, 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 nein. Sind wir ab heute das? Oh Gott. Komm, lass noch einmal auf Klo. Ich halte das hier nicht mehr länger aus. Hältst du es noch länger aus? Es guckt einer mein Live. Kann er nicht schlafen? Das bin ich. Ach so. du weißt schon, dass es mein Fahrrad ist. Ich kann dich nicht töten. Hey, oh Gott. Hey, das ist nicht deins. Hör auf. Bist du noch verglitzt? Was machst du? Ich bin allmann Annette. Ey, ich will schießen! La 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 la. Geh doch runter. Wollen wir nicht mit Motorrädern wieder die krass
Linus, wollen wir mit den Motorrädern nicht die krassen Stunts machen? Bist du nicht mal so aggressiv? Beruhig dich, Hans, Peter, Franz, Julia, Bayer, der Dritte. Hältst du jetzt mal deine Schnauze? Was schießt denn? Linus, komm, hol dein Motorrad, wir fahren jetzt eine Tour. Komm, wir... Okay, Linus, dann hast du Pech, dann fahre ich alleine. Muss aufgehen. Ja, ja, ich, ja. Ich gehe jetzt auf, okay, ich habe keine Lust mehr. Okay. Obwohl, ich will noch mit einem Morgen fahren. Ich gehe jetzt sofort und dann schauen wir jetzt die ganze Zeit TikTok. Weil